Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 auf der Felsbrunn am Sonntagmorgen. Eine wunderschöne mit euch zusammen. So, ich habe schon mal jetzt einiges vorgearbeitet. Das heißt, die Big Bags werden uns jetzt nicht mehr beschäftigen. Also diese komischen Big Bags, ne? Also nicht diese komischen, sondern die Säcke, ne? Die Big Bags, die richtigen Big Bags, das sind ja keine Big Bags, die wir haben, die sind ja irgendwelche Paletten. Die werden uns nicht mehr beschäftigen, weil ich habe das jetzt alles umgeladen. Der Kran steht schon am Händler, der kann gleich verkauft werden. Das, was hier rumsteht, müssen wir halt dann immer wieder mal mit den Sämaschinen und mit was anderem aufnehmen. Aber das sehe ich jetzt nicht so als Problem an. So, wir machen das so, wie wir gestern besprochen haben. Das heißt, die zwei Anhänger kommen jetzt weg. Ich habe den Fan schon mal wieder ein bisschen geputzt und die Sämaschine ist auch wieder gereinigt. Das läuft alles super. Und dann können wir mal gucken, ob wir... Genau, die Anhänger stehen auch noch rum, die muss ich dann auch noch wegräumen, aber das nimmt langsam Form an. Ich habe nur jetzt nicht wieder Bock, da jetzt wieder eine Folge lang rumzutricksen mit den Big Bags. Es ist eine geile Idee, aber es dauert zu lange leider. Das ist mein Problem momentan, dass es leider noch zu lange dauert. Und ja. Genau, jemand hat auch in den Kommentaren geschrieben, hey, was machst du mit 4 Anhängern jetzt? Ja, das war natürlich gestern nicht aufgepasst, weil ich habe gestern schon gesagt, dass wir den Joskin verkaufen werden und die 2 anderen Fliegel dafür behalten. Die mit dem doppelten Aufbau versehen, dann haben wir nämlich 2 getrennte Anhänger, das ist schon ziemlich geil. Und den großen Akkuliner den großen Akkuliner für den LKW, klar, ne, also den habe ich, den muss ich einfach haben. Alleine auch wenn wir irgendwas wegbringen möchten oder verkaufen möchten, ist auf alle Fälle der Akkuliner besser. Da sind jetzt ungefähr noch 50 Liter drin in dem Big Bag. Der wird spätestens morgen, oh, den kann ich verkaufen? Kann ich nicht. Jetzt steht der Sack im Weg. Och, ich fress einen Besen, ey. Wahnsinn. Ja, auf alle Fälle. Der Kran wurde jetzt verkauft. Und dann werde ich für die Morgenaufnahme bereits den Mod rausnehmen. Weil dann haben wir die Big Bags nämlich auch alle weg, die noch irgendwo rumstehen sollten. Also, ich glaube nicht, dass wir hier rumstehen sollten. Aber es kann natürlich sein. Warte. Ich will gerade nur hier den Big Bag aus dem Trigger bringen. Dann sollte das auch klappen. Zack. Und zack. So, ja, sieht doch schon mal besser aus, ne? Okay, dann lass uns mal gucken, ob wir das finanziell schaffen. Reparieren können wir es auch nochmal, ja. Und dann können wir den verkaufen. Jawohl, jawohl, dankeschön dafür. Und dann können wir den Kran verkaufen, reparieren können wir auch mal. Ah, der hat 11.000, der hat echt viel Geld gekostet, ne? So, 113.000, der Ladewagen noch. Und dann können wir uns einen anderen Ladewagen kaufen. So, meine Güte. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? Also wer immer glaubt, hier Landwirtschaftssimulator, easy going. Nee. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Was wollte ich jetzt noch sagen? Nee, sonst ist eigentlich alles klar. Sonst ist, glaube ich, alles... Genau, wir haben angesehen, ich habe jetzt gesehen, ein Problem haben wir. Genau, es heißt nicht Schwadern, sondern Schwaden. Einfach nur Schwaden. Ich habe das schon ein bisschen verlernt, wie es richtig heißt. Aber ich wurde in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen. Werner, das heißt nicht Schwadern, sondern Schwaden. Einfach nur Schwaden. Okay, ich werde es berücksichtigen. Versprochen. Hoffe ich zumindest. So, der Ladewagen kommt auch weg und dann kommt ein neuer und dann ist die Sache hier erledigt. Irgendwas wollte ich aber noch sagen. Warte. Genau, ein Problem haben wir. Also was heißt Problem? Es ist halt nicht schön, aber das ist halt jetzt nochmal so. Da hat jemand ein Schild verloren. Und zwar, das Gras wächst wieder nach. Das heißt, wenn wir jetzt drüber schwaden, dann fahren wir halt teilweise über nachgewachsenes Gras. Aber das ist jetzt halt nun mal so, dass, was soll ich so machen? Kannst du jetzt nicht mehr ändern. Ich habe mir einfach zu viel Zeit gelassen mit diesen Kran und Big Bags, weil ich war da einfach hin und weg, das muss ich einfach so sagen. Ich war wirklich hin und weg von der Idee und von dem Umsetzen und so weiter. Ist nicht ganz perfekt, meines Erachtens, habe ich aber schon gesagt. Aber deswegen... Auf alle Fälle kein schlechter Mod, das kann man so nie sagen. Oh, der ist ja fast fertig hier, ne? Meine Güte, 35 Öcken bringt er. So, jetzt haben wir fast 150.000, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir uns da leisten könnten. Ich sollte nicht alles ausgeben, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld. Oh, das wäre der Dreiachse. Oh, der ist auch geil, ne? 150.000. Den hier wollte ich haben. 120.000, 43.000 Liter. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Der ist auch gar nicht so... Also, der ist wirklich schön eigentlich, ne? Finde ihn gar nicht so übel. Wir werden jetzt mal gucken. Abdeckung. Ja, moin! Das ist aber mega geil. Das ist speziell für Silagefahren mega cool, ne? Die nehmen wir auf alle Fälle mit, die Abdeckung. Hat die eine normale auch?
Jo, habe ich gar nicht gewusst, ne? Das ist ja nice, muss man ja sagen. Wir nehmen, ja, die Michelin gefallen mir hier besser, muss ich sagen. Breitreifen, natürlich müssen da dicke Düppen rauf, ne? Und dann nehmen wir nochmal die Abdeckung, dann haben wir echt einen schönen Ladewagen, ne? Kaufen, jo, moin, danke. Alter, was ein Gerät. Der ist gar nicht so klein, ne? Ich glaube, ist so vielleicht so ein Dreiachse, wäre vielleicht ein Ticken zu groß gewesen. Vielleicht. Es kann sein, dass es irgendwann nochmal ein Dreiachse wird. Aber ich will natürlich auch so Schritt für Schritt vorangehen, ne? Nicht immer so hier gleich auf den Latz geknallt, sondern so schön Step by Step. Ist schon cool. Gefällt mir. Hat auch echt eine ordentliche Größe, ne? Meine Güte. Boah, die dicken... Alter, die Breitreifen sind da richtig breit. Lenkachse hinten. Moin. Ja, das ist mal ein Ladewagen, oder? Das ist echt mal... Kann man das noch... Nee. Kann man das nicht? Doch. Man kann den noch höhenmäßig anpassen, ein bisschen. Ich würde sagen, warte mal, so ein bisschen so... Ja, ungefähr so würde passen. Ah, ich hab Bock. Aber wir können ihn heute noch nicht wirklich einsetzen. Ich muss erst schwaden. Schwaden, ne? Weil ihr seht, hier ist es schon wieder nachgewachsen, ne? Es ist einfach ein... Nee, nee, nee. Aber vielleicht können wir schon mal, ja, einfach mal versuchen, ob das funktioniert, ne? Ja, es funktioniert. Kann ich euch sagen, es funktioniert. Im besten Fall fährt er auch 20 km/h, dann funktioniert das sogar noch besser. Oh ja. Doch, das sieht gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, Pause. Wir müssen erstmal hier weitermachen, ne? Ich habe ja leider ein bisschen... War ja anderweitig beschäftigt, so muss man es formulieren. Aber jetzt haben wir hier mal drüber schwaden. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob wir heute noch zum Sammeln kommen. Ich kann es euch nicht sagen. Auch nicht versprechen. Also gar nichts von den Sachen hier. Einfach nur mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Ich weiß es ehrlich nicht. Achso, genau. Jetzt müssen wir nochmal nachgucken, ob wir auf den Feldern... Das muss ich jetzt aber gleich machen, sonst habe ich gleich wieder ein Problem. Und zwar, das ist ja... Ne? Ja. Das heißt... Im Wachstum. Das ist schon mal richtig gut. Und hier sieht's... Oh, wir müssen nochmal düngen, ne? Also, wir müssen da nochmal drüber düngen. Warte, dann machen wir das anders. Dann versuche ich jetzt mal hier den Helfer loszuschicken. Und werde erstmal ein Dünger-Kfz am Start bringen. So, das ist ja relativ hübsch hier. So. Kann man das jetzt hier... Ha? Ich vertraue jetzt einfach mal, ne? So. Sämaschine kann wieder in den Schuppen gestellt werden. Und dann können wir den schicken Fendt eigentlich schon mal losschicken mit ein bisschen Dünger drin. Und hoffentlich funktioniert das dann, ne? Weil wir haben jetzt nur Festdünger hier. Anderes haben wir momentan nicht. Leider, aber wir haben momentan nicht. So. Der Düngersteuer bitte. Einmal der Düngersteuer auf die Kasse 3. Danke. Und übrigens, der hat den großen Aufbau. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir können gerne nochmal nachgucken. Aber der hat den... Oder ist das nicht der große Aufbau? Ich glaube schon, dass es der große Aufbau ist. Lass mich von euch immer reintricksen, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal... Schreibt nämlich auch in den Kommentaren. Ich soll mir endlich mal den großen Aufsatz draufbauen. Ich glaube, das ist der große Aufsatz tatsächlich. Erstmal reparieren, ne? Das gehört einfach dazu. Konfigurieren. Aufbau. Achso, keiner, ja, aber... Eigentlich hatte ich den. Das ist der größte. Groß, den haben wir drauf. Das ist der kleine. Und das ist der riesengroße. Den haben wir. Das ist es, liebe Leute. Mehr geht nicht rein. Also, wir könnten uns den Zweiachser kaufen natürlich. Aber da muss ich jetzt ehrlich so sagen, sehe ich jetzt keinen Bedarf für. Also, warum jetzt einen Zweiachser zu kaufen? Der Einachser funktioniert doch auch sehr gut. Also, ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Und ich glaube, der Zweiachser hat jetzt arbeitsbreitentechnisch keine Vorteile. Der hat nur volumentechnischen Vorteil. Soweit ich das mitbekommen habe. So, wir haben hier ein bisschen Festdünger stehen. Den nehmen wir jetzt gleich mal mit, ne? Ah, ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert. Das ist natürlich die nächste Sache. Ja, das sind dann immer so angebrauchte Big Bags hier. Nehmen wir mal die hier, zwei hier vorne noch mit. Da müsste man eigentlich auskommen. Also wenn es annimmt, ne? Das ist immer die Sache. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon die nächste Wachstumsstufe, sonst lasse ich den Traktor einfach stehen. Und wenn es soweit ist, dann nehme ich es einfach in Angriff. So. Vogel, geht doch mal weg hier.
Oder Vögel, sorry. Okay. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oh, der macht das ganz gut, der Helfer, glaube ich. Oh, das war jetzt gar zu schnell. Jo, es nimmt an. Jo, perfekt, super. Da können wir doch ein bisschen Ladewagen fahren. Schönes Ding. Aber die Förderbänder müssen wir auch noch rausfahren, ne? Aus dem Areal. Ja, natürlich musst du deine Schwarte anfangen, weißt du? Meine Güte. Hier ist was los. Vor uns Fendt, links von uns Case. Meine Güte. So, können wir auch ein bisschen Innenansicht fahren, ne? Wird immer bemängelt. Ich versuche es immer nicht zu vergessen und vergesse aber immer. Oh, Alter, kommen wir hier rum? Hui, ist aber dicht hier. Ich glaube, wir könnten noch einen Ticken tiefer, ne? So, damit der Pickup wirklich am Boden aufliegt. Der Pickup oder die Pickup? Ich weiß gar nicht. Ist der jetzt schon schmutzig? Oh, guck dir mal die Reifen an. Mega gut, ey. Ja, es gibt Sachen, da habe ich Bock, ne? Muss ich sagen. Auch wieder so rumlenkt. Also das sieht schon... Ja, das haben die Leute schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der Juli 2750 war das unter PJ. Glaube ich, von den Simmer-Freunden. Ist schon richtig gut gemacht. Ich meine natürlich Grundmodell Giants, klar. Achse weggemacht, kürzer gemacht, alles angepasst. Trotzdem muss ich sagen, schön. Gefällt mir gut in der Größe. Ah, hier hat er wieder was liegen lassen, der Helfer, ne? Du kannst den Helfer einmal loben und dann denkst du zweimal, warum hast du gelobt, ne? Aber da kommt gar nicht so viel rum, wie ich mir gedacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Wobei unser Ladewagen jetzt größer ist, muss man auch sagen, ne? Weil ich früher gesagt habe, hey, das sind drei Ladewagen, muss ich jetzt sagen, hey, das sind eineinhalb Ladewagen. Ja, hier müssen wir auf alle Fälle nochmal drüber schwaden, das geht gar nicht hier. Der hat ja mehr liegen gelassen, als wie er mitgenommen hat. So, sind wir gleich voll, ne? Schönes Ding. Ja, voll ist er halt nicht, ne? Das ist immer das Giants-Problem. Voll wird es halt nie, weil hinten ist noch eine Lücke. Da passt Easy Going nochmal 200, 300 Liter rein, ne? Aber das ist halt, das definiert, das ist halt Giants voll. Ne? So. Komm, wir fahren raus. Jetzt müssen wir mal das Ding hier einklappen. Einklappen, nicht ausfahren, meine Güte. Dann müssen wir mal gucken. Ich würde es gern parallel hinstellen, weißt du? Wir können aber einfach rumreißen, oder? Das müsste doch auch funktionieren. Was fährt denn? Achso, moin. Soll ich sagen, ich bin fertig? Ja, er ist fertig. So, das war nicht geplant, dass hier so viel Platz ist, dass wir das auch lassen können. Was macht der Düngersteuer da hinten, bitte? Kann man das mal irgendjemand erklären, was der Düngersteuer da drüben macht? Alter, was darf ich... Leute arbeiten für mich, ey. So, warte, machen wir das hier nochmal ein bisschen schöner. Ja, ich habe das so viel liegen gelassen. Nee. Also wenn das bei meinem hier landwirtschaftlichen Betrieb in Real Life wäre, ne? Da wird es aber Abzug gegeben in der B-Note, das muss ich sagen. So, dann machen wir hier den nochmal. Ne, warte, wir machen einfach den anderen. Guck mal. Wir machen das einfach so. Und dann fahren wir nochmal rum und dann ist es hier erledigt. Hoffe ich zumindest. So. Perfekt. Aber die schwarzen, die schwarze Felgenfarbe beim Schwader hat schon was, ne? Also, sieht man nicht alle Tage. Genau, noch eine kleine Sache. Ich weiß, liebe Leute, ich weiß, dass die Belgian Profonte rauskam für den LS19. Habe aber auch schon gesagt, dass ich die jetzt im jetzigen Stand nicht spielen werde, weil sie mir zu konvertiert ist. Das klingt vielleicht jetzt mega,
aber es ist nicht die Ursprungs-Belgico-Fonte. Es ist leider die umgebaute Belgico-Fonte und die wurde dann noch konvertiert. Das heißt, die wurde genommen, die wurde umgebaut, konvertiert, dann nochmal umgebaut und nochmal konvertiert und jetzt ist von der Ursprungs-Belgico-Fonte fast gar nichts mehr da. Wenn ich mir den Hof anschaue, da treibt mir die Tränen in die Augen. Das ist nicht das, was wir unter Belgico-Fonte kennen. Das war auch der Grund, warum im LS17 das Belgico-Fonte-Projekt nur wirklich sehr, 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 sehr minimal kam. Weil das war nicht das richtige Ursprungs-Original Belgico-Fonte-Ding. Das ist einfach so. Und deswegen muss ich da momentan sagen, nö, dankeschön, aber ich nicht. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr glaubt, ich habe das nicht gesehen. Weil wir bekommen so viele E-Mails am Tag und so viele Nachrichten und hier und da und hast du nicht gesehen? Habe ich gesehen. Haben wir alle gesehen. Aber wird nicht passieren momentan. Gut, das dazu. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sind fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, Däumchen erlassen, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen auch schon wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.